Moin Leute, am 12. März 2013 gab es einen Schulkontakt mit der Internationalen Space Station und einer australischen Schule. Und das Ganze wurde realisiert über Telefonbrücke, über den Italiener mit dem Rufzeichen India Kilo One Sierra Lima Delta. Ich konnte diesmal nur mit diesem Equipment dabei sein. Normalerweise habe ich hier die Antenne hier, die ihr erkennt. Das ging heute nicht. Ich konnte nur ganz kurz mich mal entbehren, auf ein Flachdach entziehen und da mit dem Handfunkgerät das Beste draus machen. Kopfhörer angeschlossen, iPhone angeschlossen, also Aufnahmegerät angeschlossen. Und Kopfhörer hatte ich da im Ohr, keine Lautsprecher dabei, also ganz simples Equipment. Ich konnte da wirklich nicht mehr aufbauen oder ja, ging einfach nicht anders. Empfang ist sehr schlecht. Ich hatte, da muss man dazu sagen, mit AGEN-QRM, also Störung, menschlich verursachten Störung zu kämpfen. Also das heißt jetzt nicht, dass jemand weiter gestört hat bewusst, sondern einfach elektromagnetische Störung hatte ich da zu kämpfen. Also ich konnte da eh nichts gegen machen. Aber nachher mit der Dopplerkorrektur 10 kHz höher, also mit meiner Dopplerkorrektur für Arme in 5 kHz Schritten, dann heißt es 10 kHz höher beim Untergang, war die Frequenz dann schon sauberer und das hat besser funktioniert. Aber jetzt habt ihr mal einen Vergleich. Hier das Equipment. Kann ich mal einschalten, da ist noch die Rausche, glaube ich, offen. Ja, die können wir mal jetzt ein bisschen zumachen. So sieht das Ganze hier aus. Genau, das ist halt die Anfangsfrequenz bei mir. Dann hier die tatsächliche Frequenz. Und beim Untergang, dann, also diese hier ist eigentlich nur für 2-3 Minuten eingestellt. Und zum Schluss dann diese Frequenz. Also ne, genau andersrum. Diese Frequenz hier ist dann 5 kHz höher, das ist beim Aufgang. Dann, wenn sie ziemlich hoch am Himmel steht sozusagen und sich relativ zu uns nicht mehr bewegt oder kaum noch, dann passt die Frequenz, also plus minus 0 soll das heißen. Und beim Untergang dann minus 5 kHz, weil sich ja die Frequenz verschiebt, weil die sich so schnell bewegt. Wie gesagt, das ist Dopplerkorrektur für Arme. 5 kHz Schritte ist das kleinstmögliche von dem Gerät und normalerweise sind es maximal, also heute waren es 3,3 kHz. So, das heißt beim Aufgang sind wir dann nicht auf 145.800, sondern auf 145.803,3 kHz. Oder 145,8033 MHz. So. Und aber die Geräte sind eh eigentlich breit genug. Das reicht eigentlich, wenn man tatsächlich mit den Funken will oder so einen echten Kontakt abwickelt, dann gibt es auch Geräte, die können dann auf 10 Hertz oder auf 100 Hertz genau die Frequenz anpassen oder werden dann über PC-Schnittstelle direkt, kriegen dann direkt von einem Programm gesagt, welche Frequenz sie jetzt nehmen sollen. Beziehungsweise gibt es auch Geräte, die dann direkt die Mittelfrequenz erkennen von der FM-Modulation und sich entsprechend selber dann nachziehen. Und das ist natürlich eine saubere Lösung. Wobei den Uplink, also das, was man drauf sendet, muss man ja auch korrigieren, nur halt in die andere Richtung. Also beim Aufgang muss ich die Frequenz, also wenn sie auf mir zukommt, muss ich die Frequenz, die Empfangsfrequenz, höher einstellen. Ja. Und würde ich senden wollen, müsste ich auf einer tieferen Frequenz senden als der eigentlichen, damit das bei denen oben richtig ankommt. Also das ist eigentlich schon ziemlich geil, aber das ist einfach mal richtig Physik zum Miterleben und das stimmt auch, also es kommt auch hin und ja, egal. Was wollte ich noch erzählen? Ach ja, genau, dann wollte ich euch nochmal zeigen, normalerweise habe ich hier den zweiten VFO drinne. Da läuft dann die 145.825, das ist die Packet Radio Frequenz. Also die haben ja ein Packet-DG, habe ich ja schon mal gesagt, da können die, über den kann man
kurze Textbausteine schicke mit Positionsdaten und ganz nette und spannende Geschichte. So kann man halt über tausende Kilometer hinweg kommunizieren, indem man die ISS oben als Relaisstelle, als Vermittlung sozusagen benutzt. Interessante Sache. Und dann schalte ich hier den TNC noch ein. So, und kann dann auch schon die Nachrichten mitlesen, wenn die sauber reinkommen. Und hier in der Liste kann man die letzten 100 anzeigen. Hier RS0 ISS, das ist dieser Packet Radio Digi. Und er hat hier so ein Standardpaket geschickt, einfach nur um zu sagen, hier bin ich. International Space Station, ja, Koordinaten sind nicht da drin, weil das Gerät, was das oben aussendet, wohl die Position auch gar nicht genau kennt. Dann haben wir hier nochmal einen Italiener, den ich beim letzten Mal über ISS empfangen habe. Hier sehen wir schon, das ist eine Feststation. 73 via ISS von Chris. Also das heißt, viele Grüße via International Space Station von Chris. Also dieses 73 und dieses DE sind Abkürzungen aus der Telegrafie. Die kann man natürlich hier an so kurzen Textbausteinen auch verwenden. Ja, das hier hat man dann von den Italienern die Koordinaten, wie weit der von mir entfernt war, als ich das empfangen habe, welche Richtung. Und der Locator ist das, die ist Juliet November 5 Uniform Romeo. Das ist ein Amateurfunklocator, damit lässt sich weltweit mit 6 Stellen weltweit mit einer ausreichenden Genauigkeit eine Position übermitteln. Der Kursgeschwindigkeit wurde keine übertragen. Was steht da? Ja, Höhe. Keine angegeben. Hier nochmal die GPS-Koordinaten von den Italienern. Und hier sieht man, über welche Station das Paket weitergeleitet wurde. Und das ist RS0 ISS, das ist der Packet Radio Digi auf der ISS. Und der benutzt auch die gleiche Antenne wie diese ARES-Schulkontakte. Deswegen wird auch der Packet Digi abgeschaltet und deswegen habe ich auch beide Frequenzen dann drin. Und empfange ich zum Beispiel auf, von der ISS Pakete. Also das sieht man ja da, über wem das gelaufen ist. Oder wie dieses Statuspaket, dann weiß ich, okay, da ist keiner am Funkgerät, weil da kann keiner funken, weil der APRS-DG arbeitet. Ja, das mal so als Hilfe. Na gut, habe ich mal ein bisschen was erzählt. Und wer bis jetzt durchgehalten hat, ja, der kann sich entweder die anderen Videos von mir angucken, wo das eigentlich sehr gut geklappt hat. Also teilweise sehr gut. Oder er lässt dieses Video laufen und hört sich an, wie der Empfang mit diesem Gerät ist. Und ja, und sonst nichts, so wie es hier ist mit dem Gerät. Der Empfang plus Störung, elektromagnetische Interferenzen. So hört sich das dann an, wie er das jetzt hört. Also ich sag mal, danke fürs Angucken. Oder wenn du bis jetzt dran bist, hast du es eigentlich gern gemacht. Und oh Mann. Und ja, egal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. 73. Thank you.
to battery storage. Lifetime of our orbit, we can use it. So about every 90 minutes, we go to the energy detector. And inside, we need good power supply. Over. For this particular flight, I had to train for about 2.5 years, both in Russia, also in Germany, and also in Japan and in Houston, Texas, for all the things I needed to know on board. So that's just for this mission. Before that, I had about 2 years of training just to be a good astronaut, to learn about astronomy and medical procedures and science. Over. Well, because so many different kinds of fields of study are influenced by Earth's gravity, the way things grow, the way metals solidify, and things like that, the way air moves, the way fire burns, is all influenced by gravity on Earth. So to be able to come up here and study things without gravity, we can learn a tremendous amount that we didn't know before, and it will make a big difference in the future of those fields. Over. Well, I do miss all the people that I get to interact with every day, and also the food that we have on the planet Earth, and also just our way of life and being able to walk around. I also like being able to walk around with my legs and have some freedom. Over. Well, good question. We have to stabilize ourselves. Right now when I'm talking to you, I've got my feet locked underneath a little rail on the floor so they don't float away, and I have to be able to use my hands to type and write if I need to. Over. Well, we can't. So everything that normally would fall and roll and come to a stop on Earth would just keep flying around up here. So it's not really working up here. So we can't play cards or work with dice or anything like that if it's not made very special way. Over. Well, when we use the airlock, we have to be able to open and close valves and open and close hatches. So we have to get everything all cleaned up and ready, and then the ground can power on all the valves so they're available. When it's time to go outside, we go into a special little chamber, we close the hatch behind us, and then there's a hatch that goes outside with a valve, and we open up that valve, we let all the air out of the chamber, and then we can open a big hatch to go outside into space. Over. Astronaut in space. Well, you have to know a lot about math, science, and engineering. Learn to do a lot of things with your hands. Really, you do what you're doing right now is you just be a really good student in school. Learn all the things you can because all those subjects are important. Even things like your language. Learning a really good English and maybe learning a foreign language would be very helpful as an astronaut too. Over. Well, the best part of my work is getting to work with so many people around the world on the International Space Station because we're all working together to do something very special for our future. That's the absolute best. But I also love flying in rockets, and I love floating inside the space station, and I love looking at the Earth from a long way away.